Sie erwartet jetzt eine Sendung ganz besonderer Art. Die Sendung wird stereophon ausgestrahlt. So, sind wir mal wieder im Extrablatt oder ich bin mal wieder für euch der Restaurantkritiker Nummer 1 in the German place to be. Ich möchte einen Rahmschnitzel im Extrablatt essen. Und da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt, ob die das Rahmschnitzel vom, wie war es denn, Garnier of Metal übertreffen können. Ganz bestimmt nicht. Ich bin, ja, da kommt wieder die Regie aus dem Off. Ich sag mal so, das Rahmschnitzel auf dem Guardians of Metal, das war schon sehr, sehr deluxe. Jetzt bin ich gespannt. Er hat uns mit seiner Geschichte schon einmal in Spannung gehalten. Schon ein bisschen her, seitdem ich das letzte Video hier gemacht habe, da habe ich einen Burger probiert. Jetzt probiere ich mal so einen Champignon-Rahmschnitzel. Und dann wollen wir noch mal gucken, was das so kann. Hier sind die Mordwaffen und dann geht's gleich ab. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, Sie können schon wieder nicht erwarten. Wir hauen mal rein, ja? Mm. Mmh. 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 Das ist schon lecker, sehr würzig, aber ich finde, es ist sehr klein. Ich finde, für ein Schnitzel, das könnte ein bisschen größer sein. Also hättet ihr euch mal ein bisschen mehr drauf mal packen können. Aber okay, kostet 14 Euro mittlerweile. Ist das ja ein normaler Preis. Aber ist okay. Schmeckt toll! Sehr würzig, doch. Kann man essen. Mmh. Ja. Ja, 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 ja. Schauplatzwechsel. Ja, und dann bin ich mal wieder im Wald, ne? Keiner weiß, ob ich da raus zurückkomme. Keiner weiß, was passieren wird. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich habe meine Masterspüppchen vergessen und hätte hier mal schön in Diorama was machen können. Aber ach, guck mal, da ist ein Vogel. Auch schön. Mhm. Aber nun, meine werten Zuschauer, zu etwas komplett anderem. Vielleicht noch auf 33, eben sitzen Tina Turner. Hatte ich das mitgenommen? Ich habe geweint. Ja, nicht, ja. Ich habe geheult. Ich habe wirklich geschrien vor Leid. Und Entity ist halt weg jetzt. Hm? Schade. Das bedauern sehr viele, unter anderem auch ich. Schmeiß das mal bei dir. Alter, bin hier voller Besticken in der Scheiße. Ja, herzlich willkommen in meinem Keller. DSD am Sprühen dran. Was das wird, erkennt ihr eigentlich jetzt schon, ne? Ja, großer Ei. Ja, schreibt's in die Kommentare. Tschüss. Ganz in der Nähe. Nur 4 Straßen weiter. Ja, heute Abend Großkonzert, aber es gibt keine Durch-die-Nacht-Folge. Ich filme nur die Pings. Pingelingeling. Saufen, jetzt geht's ab. Meine Damen und Herren, Prost. Prost, meine Damen und Herren. Aber hart Lack gesoffen, 45 Euro für ein T-Shirt. Der Preis dafür zu hoch. So, weiter geht's. 5 Euro für ein Bier. Pingelingeling. Aber du hast es nicht bezahlt. Trotzdem eine Unverschämtheit. So, weiter geht's. Pingelingeling. Nächstes Bier, Pingelingeling. Wie heißt du denn nochmal? Ja, Hellstorm. Ja, die sind scheiße. Let's enjoy this, what is it, Tuesday? Let's enjoy this Tuesday together. It's gonna be wonderful. Anyway, about a year ago, a little over a year ago, we had a new album out. And this is a song from that album. This is called Spillway. Der Sound ist richtig Müll. Egal, kann man sie nur schön saugen. Prost. Danke. Steh mal lieber draußen und trink Bier. Pingelingeling. Ich bin hart unterwältigt. Naja. Wer wird denn so schlechte Laune haben? Nee, ist auch krass. Ich bin lieber draußen, weil Kollegen
als mir das anzugucken. Ey, ich liebe Ghost, aber der Sound ist echt unerträglich. Ich brauche noch mehr Bier. Mann, Mann, Mann. Ja, meine Freunde, Ghost ist jetzt vorbei und guckt euch das hier an. Parkhaus, ne? Da steht man halt dumm rum. Weil irgendein komischer Typ da irgendwie nicht rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wir gehen einfach mal gucken, was hier passiert. Wir gehen jetzt einfach mal gucken. Wir wollen das ja mal wissen. Wir müssen ja auch investigativ auf den Grund gehen, warum das hier so ist, wie es ist, ne? Genau. Hier stehen die Leute alle an und wollen da runter. Warum kann man hier nicht runter mit dem Auto? Weil, guck mal da, ausparken können sie halt alle nicht. Kaufen sich dicke Autos und können da nicht mit umgehen. Das haben wir gerne, ne? Guckt euch das mal an hier. Ich schwenk mal jetzt rum. Das ist mindestens genauso annoying wie der Sound von diesem Kack-Konzert. Was soll das? Ich mag Ghost echt gerne, aber der Sound war echt scheiße. Hab ich das schon erwähnt, dass der Sound scheiße ist? Ja, laufen wir halt hier rum. Herzlich willkommen bei Gorman ist das Found Footage. Da erlebt ihr auch noch Sachen im Parkhaus. Live und in Farbe. Und jetzt stelle ich euch nochmal einen Stargast vor. Hier ist der Vaser. Hallo. Ich will nicht mehr. Schauplatzwechsel. Die Schauplätze sind dieselben, ebenso die Personen. Bei Gorman ist das Found Footage hier. Das ist ja eine Unverschämtheit. Dieser komische China-Mann, der hat auf einmal seine Bestellung storniert. Und jetzt muss man nochmal raus und sich was zu essen besorgen. Das ist ja unfassbar. Mal Pingeling. Also unglaubliche Unglaublichkeit. Pan Pizza Brothers in the place to be. Eine der geilsten Pizzas in Dortmund. Können wir mal machen. Schön mit Käserand. Liebe Zuschauer, in unserer Reihe. Gorminister singt bekannte Hits unter einer Laterne. Und jetzt kommt's. All night long. Ja, das war schon. Dankeschön. Schaltet auch wieder ein, wenn es nächstes Mal wieder heißt. Gorminister singt unter einer Laterne. Oh, sie. Hab ich mir doch gedacht. Was bedeutet das? Nach der Show tut einem nichts mehr weh. Es ist 300 Uhr. Ich brauchte einfach nur einen verfickten scheiß Pennplatz nach dem Rockhard-Festival. Aber so läuft das nicht hier in der Nummer. Und here we go. Ich rauch nicht mal. Mein Bier ist nicht offen. Ja, hier hast du ein Bier. Wie wär's denn mal damit? Oh, das ist gut. So. Hansa Export. Ja. Nur das Export, ja. Schauplatzwechsel. So, da sind wir mal wieder on the run. Ja, der Wind ist ein bisschen scheiße, aber das macht nichts. Obwohl, das macht schon was. Ihr hört dann wahrscheinlich nicht so viel, aber ist mir auch egal. On the run auf dem Weg zum Videodreh von den Idiots. Jetzt dürft ihr mal raten, wer dieses Video drehen darf. Der Minister. Es gibt kein Skript. Ich habe den Song noch nie gehört. Keine Ahnung, was da passiert. Das wird richtig schön punkrockig, aber dafür kennt man sie ja, ne? Schon seit über, keine Ahnung, 75 Jahre gibt es sie jetzt, glaube ich, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich muss ja ein bisschen laufen und ein Bierchen trinken. Bingelingeling. Ja, angekommen, hier läuft das Shooting auf vollen Hochtouren. Und natürlich läuft auch Musik zum Einstimmen und boah, ich brauche jetzt erstmal wieder Bierchen, ne? Obwohl, ich habe ja Bierchen. Es ist ja nicht so, als wenn wir kein Bierchen haben. Brauchen wir denn das Bierchen? Brauche ich denn mal ein Bierchen? Ach, da habe ich mal ein Bierchen. Hier haben wir die ganze Idiotenbagage, Pingelingeling. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Herzlich willkommen, ihr seid wieder bei McDonald's Live dabei. Hier, wir haben die Nummer 284 Straßengang, aber wir sind ja hier auf 143, ne? Also ihr wisst Bescheid, ja, keine Ahnung, mir scheißegal, lecken. Wir sind auf der Aftershow-Party, aber ich glaube, wir sehen uns morgen nochmal und dann ziehen wir endgültig ein Fazit. Schauplatzwechsel. Ihr seht schon, hinter mir ein Pulk durstfreudiger Frauen und Männer. Und hier ist der Mario. Eieiei, kennt ihr den noch? Ja, naja. Mario. Ja. Und wir gehen jetzt in den Dubkrug und was machen wir da? Wir drehen schon wieder ein Idiots-Video. Mit ganz vielen Statisten und noch viel, viel mehr. Aber das könnt ihr dann irgendwie in anderen Kanälen sehen. Ich habe hier nur so ein bisschen die Dokumentation. Und es ist ja natürlich auch der heißeste Tag dafür ausgesucht, ne? Aber es ist ja mal ganz schön, wenn man mal auch mal sowas macht, ne? Wie würde man sagen, gut für die Vita, ne? Sommer, Sonne,
Mysterien. Ja, dann nimmt ihr wieder Ausmaße an, ne? Schön Idiots Records Videodreh. Oder nee, nicht Idiots, The Idiots Videodreh, ne? Zu, wie war das mal? Never Give Up? Genau, so heißt der Song. Jetzt wurden wir alle mit Hansa versorgt und jetzt zieht der Chaos-Trupp Richtung U. Sag mal, aber ich habe mal eine Frage hier. Richie, wie findest du das eigentlich hier so videotechnisch? Sehr schön, sehr schön. Ich bin heute zuständig für die Klappe. Klappe 1, Klappe 2, Klappe 3. 1, 2, 3. Klappe, Klappe, Klappe 1, 2, 3. Klappe. Haben Sie Bier getrunken? Nein. Okay. Trinken Sie ein Bier mit? Seht ihr das da hinten? Das ist schlimmer als ein Haufen Flöhehüden. Also, ja, das ist ja, Punkrock, ne? Punkrock ist halt so, ne? Metal, Punk, Motherfuck. Ich möchte die natürlich auch nicht vor meiner Haustür haben. Ich bin gewaltsam in die BVB-Kneipe geschleppt, war zwar lustig, unter Gewaltandrohung und Prügel habe ich mich durchgesetzt. So. Ich sag nur eins, Glück auf, NRW Death Metal. Da müssen wir ein bisschen Pingelingeling machen. Jetzt müssen wir hier die letzten Aufnahmen machen und dann wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr chaotisches Video. Aber okay, das sind halt die Idiots. Motherfuckers. Richtig. Schauplatzwechsel. Heute gibt es mal am helllichten Tag einen schmierigen Burger und wir machen ein Unboxing, weil ich war lange nicht bei KFC und deswegen gucken wir uns den Burger jetzt mal an. Wir machen jetzt die Reaction, wie wir das aufmachen. Jetzt beschwenke ich mal die Kamera kurz. Oh. Das ist ein ordentliches Gerät. Und dazu gibt es Pommes. Da haben wir auch nochmal eine Reaction. Der sieht sehr traurig aus. Ne? Ja, ist da gar nichts drauf. Sehr eigenartig, ja. Aber jetzt wird wieder gegessen. Ne? Tschüss, bis demnächst. Neben vielen seltsamen Abenteuern werden Sie auch gute Bekannte antreffen. Pommes pervers, ne? Ihr kennt das Video vielleicht, Stufe 6 und so weiter und so fort. Dieses Mal sind wir aber ganz schön fancy und haben uns einfach Chili-Cheese-Pommes bestellt und eine Bratwurst dazu. Ich weiß, es wird mir munden. Also bis dann. Also meine lieben Leute von Pommes pervers. Ich habe Chili-Cheese-Pommes bestellt und ja, und ich habe auch Käse bekommen. Aber der Käse ist nicht geschmolzen, der ist arschkalt da drauf. Pommes sind auch nur so lauwarm. Naja, ich weiß, das könnt ihr besser, weil die Sechser-Pommes hier, die Currywurst-Pommes, die hat echt gut geschmeckt. Aber das sind für mich keine Chili-Cheese-Pommes, da ist irgend so ein fancy grüner Scheiß drauf, da kann man sie in die Haare schmieren. Ich will einfach literweise geschmolzenen Käse und Jalapenos da drauf haben. That's the way to be. Aber Jalapenos sind okay von der Menge her. Ja, das geht. Der grüne Scheiß muss runter und der Käse muss einfach geschmolzen sein. Könnte schon mal ausrasten. Bei uns können Sie das. Willkommen wieder mal bei Gormanisters Found Footage. Wir rennen durch die Stadt und es ist einfach so, spontan fahren wir jetzt doch noch auf das Nordsommerfest. Und ich bin schon sehr betrunken. Ja, dann tschüss. Übermenschliche Aufgaben warten auf ihn. Das macht überhaupt keinen Sinn hier in der Bahn. Oh, ja, 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 shake ganz schön hier. So, hab ich schon da. Bisschen hier umgehen. Schauplatzwechsel. Ich stehe vom Tourrock, beste Aktion, laufen gerade Leute mit dem Kasten Hansa her und ich so, oh, nein, 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 nein. Ungefragt drücken mir die Jungs einfach einen Hansa in der Hand. Also danke an euch Jungs, Pingerlingeling auf euch. Danke. Wir haben so einen Spaß an der ganzen Kiste. Es geht ja darum, Freude und schöne Musik nach draußen zu tragen. Für den Planeten. Hot on a dead planet. Aha. Oh, Pingelingeling. Ihr trinkt zur Feier des Tages, darfst. Prost. Ja, jetzt ist Live-Show vorbei, jetzt wollen ganz viele Leute ins Zurock rein. Immer noch mal Pingelingeling. Die wollen da halt irgendwie rein. Weiß ich auch gar nicht, da ist eine Morcore-Party. Morcore, das kenne ich ja noch. Ja, holt mal eure Batik-Shirts ab. Naja, wir müssen da nicht rein. Wir stehen hier einfach auf der Straße, sind asozial und trinken Bier. Ja. Das aus. Das ist die Geschichte. Seht ihr hinten im Hintergrund?
hier da, wo es so hell ist, Tell Me Why, genau, da ist das Fritz-Hensler-Haus. Und da habe ich tatsächlich mal einen Preis gewonnen für den besten Amateurfilm. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir machen Rapmusik und wir hören sie auch gern. Ach so, wo ist mein Bier eigentlich? Ihr müsst entschuldigen, dass die Qualität jetzt nicht so gut ist, weil... Wegen dunkel. Nein, doch. Oh. Ja, auch. Ja. Und wegen auch Drunken Style. Ja. A little bit. Wie haben Sie den Abend denn empfunden? Sehr schön, überraschend und ich war begeistert. Und da ist schon das Taxi und jetzt muss man tschüss machen. Ja, tschüss. Ende der Spielzeit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.